Hallo und herzlich willkommen zurück beim Einsteigerleitfaden Nummer 3 für MechWarrior Online. Heute kümmern wir uns noch um die restlichen kleineren Sachen, die hier im MechLab stattfinden. Zuallererst mal sind wir jetzt mit unserem eigenen Mech beschädigt aus dem Kampf zurückgekehrt. Jetzt kann man natürlich, wenn man hier aufs MechLab klickt, sehen, von Grund auf ist Auto Repair und Auto Rearm eingeschaltet. Ich habe das ausgeschaltet, um eine bessere Übersicht über über den Schaden zu kriegen und was ich zu bezahlen habe und wie viel ich verdient habe. Wer das auch so machen möchte, der muss dann hier per Hand den Mac in diesem Menü auswählen, auf Repair All drücken. Und dann sieht man, wo die einzelnen Teile stehen. Das heißt, Structure, das ist das Innenleben des Mechs, das allgemeine Innenleben des Mechs, also keine Waffen oder sowas, sondern quasi die innere Struktur, die Internals. Armor ist klar, ist die Panzerung. Und Items ist alles, was Waffen betrifft, Wärmetauscher und so weiter. Wenn die beschädigt wurden, dann wird das hiermit aufgeführt. Und Ammo ist auch klar. Hier steht dann da, wie viel verbraucht bzw. nicht verbraucht wurde und wie hoch die Kosten sind, um das wieder aufzustocken. Ich klicke hier jetzt auf OK. Ich habe 40.000 Repair-Kosten, das ist in Ordnung. Zack. So. Gehen wir zum nächsten. Wir haben ja mit unserem neuen Mac auch XP verdient und die möchten wir natürlich auch ausgeben. Dazu gehen wir hier ins Pilot Lab und sehen jetzt hier links in der Auflistung Leicht, Medium, Heavy, Assault. Je nachdem, was für einen Mac wir haben, gehen wir in die entsprechende Sparte. Ich gehe jetzt hier in die Mediums für meinen Handspeck, klicke das auf und sehe hier, ist mein Handspeck 4SP aufgeführt. Jetzt habe ich eine Weile gespielt und habe hier einiges an XP angesammelt. Das heißt, ich kann jetzt hier alle Basic Skills erstmal freischalten. Ich gehe drauf, habe hier noch angezeigt, was dieser Skill bewirkt. Gehe auf Use Mac XP, bestätige und habe es freigeschaltet. Genauso mit Heat Containment. Und Arm Reflex. Zack. So, alles was hier über ist, verbleibt auch auf dem Mac. Es sei denn, man hat Mac Credits gekauft, das ist quasi die Goldwährung im Spiel. Dann kann man hier auf Exchange XP gehen, kann das hier angeben und sieht dann hier unten die Kosten, die man dafür zu bezahlen hätte. Das sind ungefähr ein Mac-Credit für 25 XP. Ich habe jetzt hier keine MC auf dem Account, deswegen kann ich das auch nicht tun. Das wird dann quasi umgewandelt in GXP, die sind hier unten aufgeführt. Man sammelt einige wenige GXP pro Spiel, ganz normal. Wenn man umwandelt, geht das dann natürlich schneller. Die GXP werden benötigt. Entweder, wie gesagt, um die einfach auf anderen Macs mitzuverwenden, oder, und hier kommt man in die Pilot Trees, um hier Support oder Sensor etwas freizuschalten. Es kommen noch mehr solche Module rein und jeder Mac wird mit unterschiedlich vielen Modulen Modulslots ausgestattet sein. Ich gehe jetzt mal hier rein und werde mir dieses Capture-Modul, nein, das kann ich noch nicht machen. Genau, ich habe ja nicht genug GXP, also es funktioniert nur mit GXP. Das kann man dort freischalten. Wenn man drei Mechs aus der eigenen Klasse, das heißt drei verschiedene Handspecks, die Basic-Varianten freigespielt hat, die Basic-Skills,
kommt man in den Elite-Baum hier. Und kann dann sich noch weiter verbessern. Außerdem werden dann die Basic Skills mal 2 genommen. Da steht dann hier direkt mal 2. Und die Fähigkeiten, die da stehen, werden sogar noch verdoppelt in ihrer Effizienz. Hat man alle 3 Elite freigeschalten, kann man noch Master freischalten, was einen zusätzlichen Modul-Slot für den Mac bedeutet. So, kommen wir noch kurz zu diesem Button hier. Gehen wir kurz zurück auf Home. Und zwar Social. Hier kann man drauf gehen, um seine Freunde zu verwalten, um Gruppen zu verwalten, um zu sehen, ob man irgendwo eingeladen wurde oder eine Freundeseinladung bekommen hat, und seine Blockliste zu verwalten. So, fangen wir mal von vorne an bei Friends. Grün angezeigt werden alle, die aktiv sind und gerade nicht in einem Match. Gelb sind Leute, die im Spiel aktiv sind und gerade in einem Match sind, das heißt, sie können wohl gerade nicht antworten, wenn man drauf geht. Rot sind alle, die gerade weder im Spiel noch in irgendeinem Match sind. Um einen Freund hinzuzufügen, geht man auf Add Friend und dann kann man hier einfach den Namen eingeben, klickt dann unten auf Invite und die Freundeseinladung ist raus. Das Ganze ist nicht case-sensitiv, das heißt, es ist egal, ob ihr es klein oder groß schreibt, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. So. Ja, Group. Ich kann jetzt hier selbst eine Gruppe eröffnen, indem ich einfach hier unten auf Create Group klicke. Zack. Und da ist meine Gruppe offen. Das steht auch hier und ich muss es noch wegklicken. So, und dann kann ich wieder auf meine Freundesliste gehen, kann hier auf meinen Freund klicken und kann hier hinklicken auf Invite to Group. Ja. Außerdem, wenn ich jemanden überhaupt nicht mehr ab kann, dann kann ich ihn auch blockieren, beziehungsweise kann ich Leute, was weiß ich, meine Freundesliste ist zu voll oder ich kann den auch nicht mehr leiten oder da kommt eh nicht mehr online, dann kann ich auch den mit Remove Friend aus der Liste entfernen einfach. So, ja, Invites zeigt an, ob man Friend Invite oder einen Gruppen Invite bekommen hat und die Blockiertliste ist auch klar. So viel für heute dazu. Das war es erstmal auch mit den Einsteigerleitfäden. Es sei denn, es gibt noch direkt Fragen, dann würde ich vielleicht noch ein kurzes FAQ machen mit Erklärungen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald in-game. Viel Spaß. Ciao.